Diese Bilder sind absolut atemberaubend. Vor der grandiosen Kulisse der Niagara-Fälle wagt der US-Artist Nick Wallander einen spektakulären Hochseilakt. Auf einem nur 5 cm breiten Kabel balanciert er hoch über den donnernden Wassermassen. Seit dem 19. Jahrhundert hat dies keiner mehr versucht. Und den Teil, der als Horseshoe Falls bekannt ist, hat vor ihm überhaupt noch niemand überquert. Das mitternächtliche Spektakel wurde live vom US-Fernsehen übertragen. Ich fühle mich wie auf Wolke 7. Es ist ja bekannt, dass ich von diesem Gang schon lange geträumt habe und jetzt ist der Traum wahr geworden. Das Unmögliche ist nicht unmöglich, wenn man es wirklich will. Wallander mag verrückt sein, ein Spinner ist er nicht. Trotz seines relativ jungen Alters hat er viel Erfahrung und hält einige Guinness-Buchrekorde. Der Drahtseilakt liegt offenbar in den Genen. Die Wallanders riskieren seit mehreren Generationen ihr Leben im Vertrauen auf die eigenen Füße und den Gleichgewichtssinn und sind als Flying Wallanders weltberühmt geworden. Nicht immer geht das gut. Diese Bilder zeigen Nicks Urgroßvater Carl Wallander bei einem Gang über die Themse in London. Er starb wenige Jahre später bei einem Hochseilversuch in Puerto Rico im Alter von 73 Jahren. Die äußeren Verhältnisse machten die Mutprobe des Urenkels an den Niagara-Fällen noch schwieriger. Immerhin hatte sich Nick Wallander mit einem Kletterseil sichern lassen. Das half ihm nicht, auf dem Hochseil Balance zu halten, hätte ihm im Fall eines Absturzes allerdings das Leben gerettet. Eine Bedingung des übertragenen Fernsehsenders. Der Wind ist etwas, für das man nicht trainieren kann, und er kam aus allen Richtungen. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Die Gischt war auch sehr mächtig, die hatte ich immer in den Augen. Einige Male musste ich blinzeln, um etwas sehen zu können. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt in einem Stück hier. Nick Wallanders Gang über das Hochseil an den Niagara-Fällen wird noch lange in Erinnerung bleiben. Doch der 33-Jährige hat schon das nächste Ziel im Visier, den Grand Canyon. Off the wire. You're up there.